Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge All the Mods 3. Wir stehen hier gerade bei unserer Botania Farm und da jetzt eine Woche All the Mods ausgefallen ist, würde ich ganz gerne ein kleines bisschen hier weitermachen, aber kein Progress, weil wie gesagt, Progress möchte ich ja zusammen mit Joe machen. Und er hat mich auch darauf hingewiesen, als er die Folge geguckt hat. Dieser Hebel hier ersetzt diesen Hebel hier. Ja gut, ich wusste nicht, wofür der ist. Okay, nein, was ich machen möchte ist, einfach das Mana hier runterbringen. Ne? Das ist, denke ich mal, kein Drama. Das kriegen wir schon hin. Dafür brauchen wir nur ein paar Augments. Und dafür brauchen wir ein paar Runen. Okay, wir haben sogar eine Menge Runen, krass. Da müssen wir mal ganz kurz überlegen, welche Rune wir wo genau hinmachen. Schauen wir mal ganz kurz mal nach Manipulations, Sparks. Sind hier die Augments schon drin? Nee. Spark Augmentation. So. The dispersive augment is the spark used up the mana in the pool below. To charge nearby player mana containing items. Das ist auch gut. Okay, dann ist es nicht dispersive, was wir brauchen, sondern recessive, ne? Die anderen kenne ich ja eigentlich soweit. Aber wir können hier nochmal bei isolated. Will prevent a spark from interacting with any dominant or recessive sparks, but still allow to interact with blocks that can receive the mana through the spark network. Okay, also isolated wäre jetzt optimal für irgendwelche, oder für die Rituale oder so. Isolated habe ich noch nie benutzt, ich habe bisher immer nur dominant und recessiv benutzt. Die Frage ist, wie wir es am besten machen, ob wir hier unten einen Dominanten hinmachen oder hier oben Rezessive. Schauen wir mal. Also im Grunde würde der ja alles da rein abgeben, der auch. Wenn wir den hier... Also ursprünglich war ja der Plan, passt auf, also wir machen hier erstmal einen Rezessiven hin, weil der soll ja eigentlich in diese ganzen Pools hier alles laden. Ne? Also das soll ja unser Input-Pool sein. Das soll ja im Grunde, wartet, ist das ja hier langfristig, sage ich mal, der Plan. Und dieses Ritual, ja wobei, eigentlich ist das auch doof, ne? Wenn das so mitten im Weg ist. Wobei, das könnten wir eine Etage höher bauen. Ja, da bin ich noch nicht ganz sicher. Aber ich möchte halt die Batterie gerne aufladen und ich möchte ungern hier drin irgendwelche Augments machen. Wir machen jetzt erstmal ein Rezessives. Hier. Und das braucht Rune of Earth. Okay. Rune of Earth. Ich mache die ganzen Dinger hier mal da rein, dann haben wir das ganz schnell. Wobei Isolated und das Persive machen wir mal weg, das brauchen wir gerade nicht. So. Stone, Mushroom und Coal Block. Stone, Mushroom und Coal Block. Stone, Mushroom, Coal Block. Mushroom, Coal Block. Das da und das da. Okay, perfekt. So, dann machen wir uns mal ganz kurz. Ja, machen wir uns gleich mehrere. Machen wir uns mal. Ja, weiß ich selber nicht so genau, ne? 4, 5?
Ist unser Elfenportal noch offen? Ja. Ah, wisst ihr was? Wisst ihr was? Wir nehmen mal Living Wood. Okay, wir bestellen mal ein Stack. Und dann nehme ich hier einfach mal die Hälfte raus. Gleich nachdem ich das hier gemacht habe. So. Und dann werfen wir mal einen halben Stack hier durch. Und jetzt bekommen wir, glaube ich, auch wieder einen halben Stack Dreamwood zurück von den Elfen. Ne? Wunderbar. Dann haben wir nämlich schon mal Dreamwood und dann können wir eigentlich hier einen Dreamwood Mana Spreader machen. Ist das... Kann man das als Progress sehen? Ah, das geht schon noch, oder? Ich hoffe, das geht schon noch. Ich will, wie gesagt, nichts Großartiges vorwegnehmen, aber das ist ja eigentlich wirklich... nicht großartig hier. So, ist einfach nur ein bisschen schneller. So, wir bekommen ja mal zwei raus. Das heißt, wir können dann einfach nochmal machen. Dann haben wir sechs Stück und dann sind wir erstmal ganz gut dabei. Können wir die Sachen wieder zurücktun. So. Später brauchen wir natürlich den Gaia-Spreader. Aber das wird eh noch ein riesiger Spaß, mit Joe den Gaia zu machen. Das wird auf jeden Fall im nächsten Stream passieren. Behaupte ich jetzt mal. Ich nehme mal einen Stack Enderperlen. Und mal gucken, ob wir sterben. Ui, das hat aber ordentlich Mana verbraucht. Ui. Und dann nehmen wir die Hälfte davon und geben es den Elfen. Ich weiß nicht, wie viel Pixie das die uns dafür geben. 16 oder 32? 32. Ah, sehr gut. Das ist 1 zu 1 Trade. Weil bei Stahl ist, also bei Eisen ist es ja, ne, ein 1 zu 2 Trade. Also wenn wir den 6 Mana Steel geben, also doch eigentlich Stahl, ne, kriegen wir nur 3 Elementium zurück. Weil diese Elfen gierig sind. So, machen wir mal. Das da, das da, das da, das da. Wobei, die Manas hier, glaube ich, brauchen wir noch. Ach komm. Wir haben ja genug. Was soll der Geiz? So, einen Crafting a Table wäre ganz gut. Oder eine Crafting Station vielleicht sogar, ja. Rezessiv haben wir gesagt. 4 Stück. Das heißt, der ist auf jeden Fall schon mal rezessiv. Und jetzt nehmen wir dieses Augment hier. Also rezessiv bedeutet, also ich habe es vorhin auf der Seite gehabt, da mal ganz kurz erklärt. Rezessiv bedeutet, dass ein Spark mit einem rezessiven Augment an alle anderen Sparks, die nicht oder die kein Augment haben, seinen Mana abgibt. Das heißt, sobald ich das jetzt hier reinpacke, zack, und weg ist das Mana. Wird das Mana hier alle Mana-Pools verteilt. Und deshalb überlege ich halt gerade, wie wir das hier machen. Weil die drei hier sind ja mit der ganzen Batterie verbunden, wenn ich das richtig sehe. Aber der da ist halt nicht mit der ganzen Batterie verbunden, sondern nur mit... Okay, wir müssen mal ganz kurz schlafen, das nervt dich. Das müssen wir auch im nächsten Stream dann mal machen. Oder wir machen es vielleicht doch zwischendrin in den Folgen. Dass wir hier einfach mal die weiteren Peaceful-Geschichten reinmachen. So, also. Wo war ich genau?
der hier hat halt das Problem, der ist mit den anderen Mana-Pools verbunden, wobei, nee, nur mit dem einen anderen Mana-Pool. Und hier unten mit diesem Spark. Und ich bin mir nicht sicher, was passiert, wenn ich das jetzt da drauf mache. Genau, das habe ich befürchtet. Er gibt das nicht dahin, weil der nichts anfordert. Und der hier ist ja rezessiv, das heißt, er nimmt von dem anderen rezessiv nichts an. Und an diesen Pool kann er es nicht abgeben, weil der ja voll ist. Und wenn wir jetzt hier aber auch rezessive Upgrades drauf machen, dann kann er es ja auch nicht abgeben, ne? Das ist jetzt gerade so ein bisschen das Problem. Wir könnten natürlich einfach sagen, die beiden hier, die relativ nahe an der Batterie sind und auch ordentlich verbunden sind mit allem offenbar, die sind jetzt erstmal unsere Haupteinspeisepools für die Anlage. Schauen wir mal. Schon leer. Schon leer. Also ihr seht, die sind unfassbar schnell, die Sparks. Vor allem, wenn es mehrere Ziele gibt. Dann können wir mal schauen. Ist das alles gleichmäßig? Okay, es ist alles gleichmäßig aufgefüllt. Schauen wir hier noch. Ah, sehr gut. Das heißt, die sind mit allen gleichmäßig verbunden, außer der, weil der ist halt hier, ne? Das heißt, das ist schon mal cool. Dann würde ich mal 12, dann machen wir das ganz anders. Elven Spreader. Dann können die äußeren Pools mit einem Elven Spreader das Zeug zu den inneren Pools transferieren. Die Elfenspreader sind hier schneller als die anderen hier. Und die sind näher dran. Das heißt, wir könnten im Zweifel hier sogar die Bursts größer machen. Aber erstmal reicht das so. Das heißt, die befördern das Mana schneller aus dem Pool raus, als es in den Pool rein kann. Dann gehen die hier rein, in die beiden Pools. Und die laden hier unten die Hauptbatterie auf. So. Und das Gute, dadurch, dass die Batterie so voll ist. Ich weiß nicht, ob ihr im Stream gesehen habt, wie lange es dauert, ein Terra-Steel herzustellen. Aber hat schon ein paar Sekunden gedauert. Nee, das ist falsch. Diamonds. Machen wir mal einen halben Stack. So. Weil dieser Spark ist ja jetzt quasi mit allen anderen Sparks hier in der Batterie verbunden. Nicht mit dem, also schon mit dem, aber der ist, hier bekommt er halt nichts, weil der ja alles da reinpackt. Und er ist auch mit denen da oben verbunden. Ja, wobei von dem hier bekommt er gegebenenfalls sogar was. Das ist schon okay dann. Auf jeden Fall bekommt er von allen gleichzeitig und das bedeutet Folgendes. Also ihr wisst ja im Stream, das ist so eine blaue Animation, eine grüne Animation und so weiter und so fort. Jetzt passt mal auf. Ja, das ist jetzt der Fall. Also wir sind jetzt sehr, sehr viel schneller. Und mit diesem Terra-Stil können wir eigentlich auch schon den Geier machen. Nee, wir brauchen noch die Pylonen, aber die machen wir auch im Stream, würde ich sagen, zusammen mit Joe. Ich meine, das kostet nichts, ne? Aber trotzdem würde ich das sagen, weil es bringt jetzt auch nichts, die zu machen. Dann machen wir die Pylonen, das Terra-Stil, dann klatschen wir den Geier 1 und dann machen wir aus dem Terra-Stil mit den Geier-Spirit das Geier-Ingot. Heißt es Gaia Ingot? Gaia. Gaia Spirit Ingot, genau. Und dann klatschen wir den Gaia 2. Und mit dem Gaia Spirit Ingot können wir theoretisch auch krassen Shit machen. Und zwar Anima Mundi. Was zum...
Das ist von All the Mods Tweaks. Das brauchen wir für den Orb of Transzendenz. Opinium. Oh, das wird noch ätzend. Dafür brauchen wir richtig viele Elytren, oder? Ja, Mann. Ja, wir müssen mal gucken, wie wir die Elytren möglichst vermehren können, ne? Weil es gibt hier offenbar keine Möglichkeit, die zu verdoppeln. Das heißt, die einzige Möglichkeit, außer das Ganze end-up zu farmen, ist die per Materialisierung aus Abyssalcraft zu machen. Ja, nice. Dann Necromantic Prime, Unbound Soul Shard, Yang und Yin und Yang ist, oh nein. Quantum Strange Princess, Quantum Charming. Ach du Heilige, eine Quantenbiene. Mad Scientist Princess, was? Oder hier unten, Quantum Strange. Okay, nee, das ist immer das. Mad Scientist, Scientist und Engineer. Was? Scientist und Engineer ist Mad Scientist, interessant. PhD. Was ist das? Student. Okay, das ist ziemlich stupid. Und nervig. Scared Light. Was ist das denn? Was ist das? Was zum Teufel ist das? Mob-Totem. Okay, man bekommt das aber irgendwie nicht. Ich dachte gerade, vielleicht ist das ja so eine Lampe, die Mobs fernhält. Und maybe ist es sogar eine Lampe, die Mobs fernhält. Aber Totem-Wood. Haben wir eigentlich schon mal einen Evoker hier gesehen? Wir könnten mal einen Raid machen. Wir könnten einfach mal einen Raid machen. Keine Ahnung, wie das funktioniert, aber irgendwie müssen wir dran kommen, ne? Sonst, vielleicht müssen wir es auch finden. Sonst können wir das nicht durchspielen. Aber vielleicht wäre es mal ganz lustig, irgendwie einen Raid zu machen. Gut. Oder gibt es hier noch gar keine Raids? Evoker. Ist das das von dieser Mansion? Die habe ich noch nie gesehen. Ja, müssen wir mal gucken. Irgendwie kommen wir schon an den Evoker. Das passt dann schon. Okay. Das heißt, dieser Eingangspool ist jetzt und die beiden sind perfekt. Dann lege ich das hier mal rein. Dominant brauchen wir gerade keinen. Dominant könnten wir jetzt zum Beispiel hier einen Pool, einen einzelnen Pool machen. Hier noch daneben. Oder hier drüber. An dem dann der angeschlossen ist. Und der wird dann immer aufgefüllt von allen anderen Pools und hat dann immer genug Mana für hier. Aber sind wir mal ehrlich, für das kleine Ding haben wir immer genug Mana und der ist eh mit dem ganzen Netzwerk verbunden. Daher sollte das schon mal nicht das Problem sein. So, darauf erstmal eine Pizza. So, was könnten wir noch Butania-mäßig Schönes machen? Also wir können jetzt wieder die Geschichte hier aktivieren. Nee, da. Und die ersten hoffentlich gleich wieder was. Aber ich weiß es nicht. Ah ja, perfekt. Und zack. Schon geht's los. Die futtern noch. Und da sind die Mana-Strahlen. Die hier alles brav auffüllen. Und hier müsste es langsam... Ja, genau. Es wird ganz langsam leerer. Da muss man dazu sagen, es wird ganz langsam leerer. Aber es wird leerer. Und sobald es einmal leer ist, ist ja dann auch egal. Die hier verbrennt immer noch Kohle. Die geht hier rein. Die geht zu dem. Und geht dann hier rein. Und geht dann auch in die Batterie.
Das bedeutet, das nächste Mal, wenn wir online kommen, oder aller spätestens im Stream, aber ich denke, das nächste Mal, wenn wir online kommen, müsste hier alles komplett voll mit Mana sein. Und das wäre sehr nice. Und dann könnten wir uns noch überlegen, ob wir vielleicht die Pools hier auch irgendwie automatisch mit Mana auffüllen. Dass wir hier irgendwie mit einem Spreader hochgehen, vielleicht auch durch die Decken durch, hier mit so einer Phantom Lance oder eine Warping, was ist das? Ne, genau, eine Phantom Lance. Hier durch die Decke gehen und dann hier oben rein oder so. Aber das muss ich mal mit Joe besprechen, was er da am schönsten finden würde. Okay, soweit, so gut. Ja, ich glaube, in Botania sind wir dann jetzt erstmal wieder auf einem Stand, wo der nächste Fortschritt halt schon wieder Fortschritt ist. Und nicht einfach nur Mana-Verteilung. Gut. Dann können wir noch irgendwas machen in der Folge? Ich dachte nicht, dass wir so schnell damit fertig werden. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben heute mal eine kürzere Folge. Wobei, 22 Minuten. Nee, 21. So kurz ist auch nicht. Aber heute mal eine etwas kürzere Folge. Deshalb würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge oder nächste Woche im Stream. Macht es gut. Bis dann. Tschüss.